Wien hat mich, also wenn ich sagen kann, also Wien hat mich wirklich abgeschleppt, muss ich sonst ehrlich sagen. Und das dauert bis heute an, 3 Semester später immer noch, ich bin immer noch Feuer und Flamme für diese Stadt. Wien hat mich in dem Sinne auch so gefesselt, dass ich wirklich sagen kann, das ist ein Ort, der mich immer wieder begeistern wird und mich mein Leben lang begleitet, dass ich hier leben durfte. Ja voll, weißt du, das ist halt einfach, weißt, der Wiener, der nimmt das nicht alles so ganz so ernst, weißt du, der hat dann Schmäh durch und durch, weißt du, das ist halt voll leibend, Alter, wenn du so eine kochen willst, ja, wenn du dann in den Club gehen willst, Alter, da gehst du eine, Alter, und das ist alles leibend, Alter, weißt du, du gibst mir doch recht, Alter. Das ist voll, das geht sich alles voll aus, weißt du? Wo kann man sozusagen so billig ins Theater gehen? Einfach mal und so unglaubliche Stücke einfach sehen, ja, und wirklich die Kultur genießen. Und dann muss man auch wirklich sagen, die Stadt ist einfach wunderschön, ne? Ich komme aus Salzburg und bin nach Wien gekommen, weil Wien für mich mehr bietet. Diese Vielfalt. Was Kultur betrifft. Dieses kulturelle Ambiente und Jugendszene, eine politische Kommune, Clubszene von mir aus, wenn man sagen will. Nicht nur Stiegel zu trinken, zu feiern, die Musik. Ich bin auf jeden Fall ein Befürworter von den Protesten. Reaktionär bürgerlich determinierte Studenten. Voll Begeisterung von Anfang an, zumindest Zaungast, nicht wirklich aktiv dabei. Gesellschaftliches Engagement. Aber ich war öfters im Audimax bei im Plenar. Progressive Gruppen. Hab zugehört und es hat mich auf jeden Fall auch sensibilisiert auf politische Themen. Ein anderes Empathiebewusstsein. Also wenn man sich organisiert, kann man auch wirklich was bewegen. Wird ich geschnitten? Wird ich gekürzt?